Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen ja alle, dass wir im Kreis Coesfeld an einem Schlachthof eine besondere Infektionslage haben. Dort sind von 1200 Arbeitnehmern 300 rundum sind getestet worden, 151 infiziert. Aufgrund dieser Infektionsgeschehen ist die Tagesprävalenz im Kreis Coesfeld auf 61 infizierte Menschen auf 100.000 Einwohner gestiegen. Deswegen haben wir uns auch in Absprache mit dem Ministerpräsidenten und dem Landrat von Coesfeld, Herrn Schulze-Pettengar, darauf verständigt, dass wir den Schlachthof in Coesfeld schließen werden. Und dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Schlachthofes selbstverständlich getestet werden. Außerdem werden alle Öffnungen, die wir für den 11.05. vorgesehen haben, ebenfalls in Absprache mit dem Ministerpräsidenten und dem Landrat von Coesfeld auf den 18.05. verschoben. Außer, dass die Kinder im Kreis Coesfeld zur Schule gehen können und zu Kita gehen können. Klar ist, dass alle Menschen, die im Kreis Coesfeld erstens infiziert sind, wenn sie von medizinischer Behandlung kein Krankenhaus brauchen, in Quarantäne zu stellen sind und auch von den nicht infizierten Menschen zu trennen sind. Zweitens, dass Kontaktpersonen des ersten Grades ebenfalls in Quarantäne sind und bei den wenigen Menschen, die vielleicht darunter sind, die schulpflichtige Kinder haben oder Kindergartenkinder haben, dass ebenfalls auch diese Kinder in Quarantäne sind. Wir haben darüber hinaus Folgendes auch beschlossen. Wir haben unsere Gesundheitsämter in ganz Nordrhein-Westfalen angewiesen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich der Werkvertragsarbeitnehmer der nordrhein-westfälischen Schlachthöfe zu testen. Da reden wir über eine Personenzahl zwischen 17.000 und 20.000 Menschen. Außerdem haben wir unsere Gesundheitsämter angewiesen, alle Sammelunterkünfte im Zusammenhang mit der Schlachtindustrie zu begehen und auf den Infektionsschutz hin zu überprüfen. Und wir haben die Gesundheitsämter ganz klar angewiesen, dass sie den Arbeitsschutz von Nordrhein-Westfalen an diese Begehungen zu beteiligen haben. Das sind jetzt einfach erst einmal die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, dass wir in diesem Umfang die Fleischindustrie testen, hat damit zu tun, dass wir die Befürchtung haben, dass die Strukturen, die insbesondere im Bereich der Unterbringung von Werkvertragsarbeitnehmern teilweise vorherrschen, nicht den Hygienebedingungen einer Pandemieentwicklung entsprechen könnten. Und dieses wollen wir schlicht und ergreifend flächendeckend sicherstellen, dass wir darüber ein klares Bild haben und dass die Zustände und die Umstände, wo diese Menschen wohnen, auch so gestaltet werden, dass sie den Hygieneanforderungen entsprechen. Das ist das, was wir für Konsequenzen aus den Infektionszahlen im Kreis Coesfeld ziehen. Sie sehen, dass die Landesregierung sehr entschlossen in dieser Frage vorgeht und dass wir auch unsere neue Verantwortung, regionale Infizierungsereignisse auch regional zu beantworten. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, dann erstmal herzlichen Dank, Herr Minister. Dann würde ich jetzt erst einmal kurz das Wort, oder das nicht nur kurz, sondern solange Sie möchte, das Wort an die Landwirtschaftsministerin Frau Hennesser übergeben. Meine Damen und Herren, das Landwirtschaftsministerium, ich persönlich unterstütze sehr die Initiative von Karl-Josef Laumann als Gesundheitsminister, als Arbeitsminister. Wir haben mittlerweile bundesweit erlebt, dass sich gerade in Schlachtbetrieben Infektionshotspots bilden. Und das heißt, dass ja hier eine besondere Dynamik sich entfalten kann. Deshalb müssen wir genau uns anschauen, wie die Hygieneregeln in diesen
Schlachtbetrieben tatsächlich eingehalten und umgesetzt werden. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 35 große Schlachtbetriebe, in denen vor allen Dingen, der Minister hat schon davon gesprochen, Werkvertragsunternehmer, externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kolonnen beschäftigt sind. Diese Schlachtbetriebe verarbeiten im Übrigen 18 Millionen Schweine und 600.000 Rinder im Jahr, nur damit sie eine Dimension haben, um was es hier geht bei uns in Nordrhein-Westfalen. Wenn ein Schlachtbetrieb geschlossen wird, wenn vielleicht das auch bei mehreren der Fall sein sollte, je nachdem, wie die Untersuchungen jetzt sind, wird das keinerlei Probleme für die Versorgung unseres Landes tatsächlich darstellen, da wir genug Kapazitäten haben. Für uns ist das Wichtigste die Eindämmung des Ausbruchs und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Versorgungssicherheit ist gegeben, auch deshalb, weil die Lager zurzeit voll sind, weil die Gastronomie ja viele Wochen lang jetzt nicht Abnehmer von Fleisch gewesen ist. Auch deshalb ist die Lage hier sicher. Und lassen Sie mich ein letztes Wort sagen zur Lebensmittelsicherheit. Auch das ist immer wieder ein Thema. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Coronavirus über Lebensmittel, konkret Fleischprodukte, übertragen werden kann. Das Bundesinstitut für Risikobewertung, dem sind bisher keine Infektionen damit bekannt, über einen Übertragungsweg über Lebensmittel. Ich empfehle dazu auch nochmal die Internetseiten des Bundesinstituts für Risikobewertung, wo das sehr ausführlich dargestellt ist. Es gibt darüber hinaus noch weitergehende Forschungen zurzeit des Bundes, was lebende Nutztiere angeht. Aber wir können davon ausgehen, dass hier keine Übertragungswege bestehen und bei den Lebensmitteln erst recht nicht. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Frau Ministerin. Wir kommen nun zu Fragen. Frau Koch an Herrn Gesundheitsminister. Ja, dann fangen wir mit den Fragen an Minister Laumann an. Und Frau Koch, dann bitte zuerst. Herr Minister Laumann, erst noch mal zur Klarstellung. Sie sagten, alle Öffnungen ab 11. Mai werden im Kreis Großwerth, nehme ich an, das haben Sie nicht gesagt, auf den 18. verschoben. Das heißt, das, was jetzt in dieser Woche seit gestern schon gilt, Spielplätze offen und so weiter, das bleibt. Und wenn Sie sagen, die Kinder können zur Schule gehen, auch die, die ab 11.5. neu dazukommen sollen, die auch. Also wenn Sie das noch mal ganz klar machen könnten, das war aus meiner Sicht nicht ganz deutlich. Also, und dann würde mich interessieren, Sie sagten ja, Sie nehmen jetzt die Verantwortung, die Sie haben, um lokal das einzudämmen. Heißt das auch, Sie können jeweils flexibel entscheiden, welche Maßnahmen Sie ergreifen oder welche Sie zurückdrehen? Da gibt es keine Vorgaben aus dem Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin? Nein, es gibt jetzt dieses neue Steuerungsinstrument, wenn eine Infektion pro 100.000 Einwohner über 50 Menschen geht, dass wir solche Maßnahmen treffen können. Das tun wir in diesem Fall, auch mit Augenmaß. Es ist so, dass wir das von den 11. auf den 18. verschieben, deswegen um eine Woche, weil wir ja jetzt dabei sind, alle 1.200 Mitarbeiter dieses Schlachthofes zu testen. Wir werden ja dann auch die Testergebnisse im Laufe der Woche haben und können dann im Blick dieser Testergebnisse das dann ja auch zum 18. neu entscheiden, deswegen die Begrenzung auf den 18. So, davon ausgenommen ist, dass die Kinder im Kreis Coesfeld, genau wie alle anderen Kinder in Nordrhein-Westfalen auch, so wie die Stufenpläne der jeweiligen Fachministerien vorgesehen sind, zur Schule gehen können und in die Kita gehen können. Das finden wir, dass wir das deswegen verantworten können. Ich habe heute ja auch mit den Kreisverwaltungen telefoniert, mit dem Landrat telefoniert, dass wir sehr davon ausgehen können, dass bei den Mitarbeitern der Schlachthöfe nicht sehr viele Kinder, also Menschen mit Kindern sind Werkvertragsarbeitnehmer, haben in der Regel nicht ihre Kinder hier. Und dann bei denjenigen, die infiziert sind, ist ja völlig klar. Und denjenigen, die Kontaktpersonen ersten Grades sind, soweit Kinder dann in den Familienverbünden leben, diese Kinder mit in die Quarantäne der Eltern letzten Endes gehen müssen. Im Wesentlichen, was jetzt im Kreis Coesfeld nicht stattfindet, ist ja Folgendes. Einmal das Lockerung des Kontaktverbotes von zwei Personen auf die Hausgemeinschaften findet nicht statt. Dann die Gastronomie im Kreis Coesfeld kann nicht öffnen, Freizeitparks können nicht öffnen. Die Aufhebung der 800 Quadratmeter Grenze wird im Kreis Coesfeld für die Kaufhäuser nicht stattfinden.
und dann Fitnessstudios, Tanzschulen und andere Dienstleistungen, die körpernah sind, die waren jetzt ja auch in der Öffnung zum Montag drin enthalten werden im Kreis Coesfeld, ebenfalls nicht stattfinden. Das sind ganz konkret die Maßnahmen, die das für den Kreis Coesfeld und für die Menschen im Kreis Coesfeld in der nächsten Woche bedeuten wird. Mir liegt noch mal sehr daran, hier zu sagen, dass ich nicht der Meinung bin, will das hier ausdrücklich sagen, dass die infizierten Werkvertragsarbeitnehmer schuld sind an dieser Entwicklung, sondern aus meiner Sicht sind es die Strukturen, in denen die Schlachtwirtschaft teilweise arbeitet. Und das muss jetzt einfach mal auf den Grund gegangen werden, und zwar nordrhein-westfalenweit. Ja, dann haben wir auch Fragen per E-Mail. Schaue ich mal kurz ein. Und zwar von Viola Terhorst von der Kreisredaktion Allgemeine Zeitung, Westfälische Nachrichten, Dülmener Zeitung. Herr Minister, warum ist die Anzahl Infizierten von Mitarbeitern bei dem nicht namentlich genannten Unternehmen so hoch? Hat dies auch mit der Unterbringung zu tun? Und daran anschließend, gab es vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie an die Unterkünfte für Mitarbeiter besondere Anforderungen? Und wenn ja, wer hat diese kontrolliert und wurden diese auch kontrolliert? Also es ist so, dass natürlich im Zusammenhang mit der Pandemie und der Zureise von Werkvertragsarbeitnehmern der Staat auch Vorgaben gemacht hat, dass dieses unter verschärften Hygienebedingungen machbar ist. Da gibt es auch Merkblätter des Bundeslandwirtschaftsministeriums so, dass eben bestimmte Quadratmeterzahlen pro Mensch in den Wohnungen eingehalten werden müssen, dass die Betten auseinanderstehen müssen, dass Doppelstockbetten nicht mehr gehen, sodass das eigentlich alles der Branche sehr wohl bekannt sein musste, was da an zusätzlichen Anforderungen, die nach meiner Meinung in keinem Punkt übertrieben waren, um das mal zu sagen, letzten Endes eingehalten werden musste. Und es ist auch so, dass wir schon vor dem Ausbruch der Problematik in Coesfeld bei uns im Haus eine Strategie entwickelt hatten, auch zusammen mit den Bezirksregierungen, wo ja der Arbeitsschutz angesiedelt ist, dass wir diesen Bereich der Hygiene zu einem Schwerpunkt des Arbeitsschutzes gemacht haben. Dazu hat es ja auch Anweisungen gegeben. Die Kontrollen sind natürlich in Verantwortung auch der örtlichen Gesundheitsämter. Aber hier hat das Meldesystem völlig funktioniert. Wir haben den Hinweis bekommen, dass wir Infektionen aus dem Schlachthof haben. Wir hatten ja auch ähnliche, nicht so, das hat ja viel kleinere Zahlen, auch am Schlachthof in Erkenschwidt, wo diese Problematik waren. Und die Behörden haben darauf so reagiert, dass ja diese großen Testungen stattgefunden haben, womit dann das Ausmaß dieser Problematik deutlich geworden ist. Und gestern und vorgestern sind auch im Kreis Coesfeld im großen Umfang die Wohnverhältnisse von Seiten der dafür zuständigen Behörden begangen worden. Und dabei, ich habe heute Morgen mit dem Landrat gesprochen, ist eben rumgekommen, dass es viele Sachen gibt, die in Ordnung sind, es aber auch viele Sachen gibt, die eben nicht in Ordnung sind. Ob das jetzt mit der die Ansteckung damit zusammenhängt, da kann ich nur spekulieren und das will ich nicht tun. Aber das werden wir ja über die Nachverfolgung relativ schnell auch wissen. Aber wir machen jetzt einfach aufgrund des Infektionsgeschehens an zwei Schlachthöfen, glauben wir, dass die Strukturen so sind, dass der Verdacht oder ich sag mal der Schutz der Bevölkerung es verlangt, dass wir diese gesamten Strukturen uns jetzt einfach ganz genau anschauen in der nächsten Woche. Also 17.000 bis 20.000 Leute abzustreiken, zu testen, ist schon eine Aufgabe. Die Landwirtschaftsministerin, mit der ich gestern Abend noch über die Frage telefoniert habe, hat ihre ganzen Veterinärlabore uns zur Verfügung gestellt. Auch für das Wochenende, dass wir relativ schnell auch zu Ergebnissen kommen, um dann die Lage angesichts der Infektionszahlen der getesteten Menschen dann auch im Laufe der nächsten Woche neu beurteilen zu können. Herr Trumm. Herr Laumann, Sie haben die Strukturen angesprochen. Verstehe ich das so, dass Sie auch Hinweise darauf haben, dass sozusagen, sagen wir mal, der Infektionsschutz systematisch nicht beachtet wurde, sowohl in den Einrichtungen selbst als auch in den Unterbringungen? Und dann würde mich noch interessieren, der Kreis Coesfeld hat ja
gestern, glaube ich, noch davon gesprochen, dass er nicht schließen wolle. Heute kommt es nun anders. Hätte das nach Ihrer Ansicht früher geschehen müssen? Nein, das hätte nicht früher geschehen müssen. Man hatte es ja bei diesen Sachen immer mit einer dynamischen Lage zu tun. Und ich sage Ihnen auch mal, wenn wir den heute Morgen geschlossen hätten, dann hätten wir natürlich auch andere Probleme gehabt. Sie müssen einfach so einen Schlachthof, Ursula Hein hat ja von den Stückzahlen mal gesprochen. Wenn die Tiere angeliefert sind, können Sie die auch nicht alle wieder in die Ställe zurückbringen. Dann haben Sie wieder ganz andere Probleme mit der Veterinär und mit dem Tierschutz. Und so ist es ja schon richtig, dass wir gesagt haben, dass heute dieser Schlachthof arbeiten kann. Das hat auch mit Tierschutz zu tun, hat auch damit zu tun, dass es praktisch gar nicht anders geht. Aber der Schlachthof hätte ohnehin Samstag, Sonntag nicht gearbeitet, ohnehin nicht, sodass eine Schließung für heute nach Schichtende praktisch ist und sinnvoll ist. Wir wollen den Schlachthof ja auch nicht länger schließen, wie es nötig ist. Wir werden ja dann die Untersuchungsergebnisse möglichst schnell haben und können dann im Lichte dieser Untersuchungsergebnisse darüber entscheiden, wann wir den Schlachthof wieder öffnen können. Ja, Frau Koch hat nochmal eine Nachfrage. Ich wollte mal grundsätzlich zum Verfahren fragen. Der Kreis Coesfeld, hätte der eigentlich den Schlachthof schließen müssen? Und weil er es nicht wollte, haben Sie jetzt eingegriffen? Nein, so ist es nicht. Also, rein rechtlich ist es so, ich habe meinen Chefjuristen extra mitgebracht, der Ihnen das viel besser erklären kann wie ich. Kann der Bürgermeister von Coesfeld schließen? Der Landrat kann schließen? Und zwar mit dem Argument Gefahr in Vollzug. Und wir hätten als Ministerium schließen können. Wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass der Landrat seine Möglichkeiten, Gefahr in Vollzug, nutzen wird und der Landrat von Coesfeld wird den Schlachthof schließen. Jetzt im Zusammenhang mit dem, was die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin beschlossen haben, gibt es da so jetzt ein klares Verfahren, wie da vorzugehen Nein, ist? Nein, das Fuß, die Rechtsgrundlage für das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, ist das Infektionsschutzgesetz, was wir in Nordrhein-Westfalen haben. Und das gibt uns eben diese Möglichkeiten zur Gefahrenabwehr und zur Eingrenzung der Ansteckungsrisiken, so zu verfahren. Und dann noch die Frage, welche Rolle spielt, ob etwas systemrelevant ist? Also, Frau Ministerin, also die Frage habe ich heute auch schon ein paar Mal gehört. Also es gibt ja Menschen, die sagen, ihr habt als Ministerium ja einen Weg, manchmal eröffnet, dass Menschen, die Kontaktpersonen des ersten Grades waren, also mit Menschen eng zusammengearbeitet haben, gewohnt haben, die infiziert sind, dass die ihr zugelassen haben, dass die gearbeitet haben. Das haben wir zugelassen, hier und da mal im Medizinbereich. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Wir hatten eine Säuglingsstation in Aachen, wo wir eine infizierte Intensivschwester für Säuglinge hatten. Die hat aber mit fast allen anderen zusammengearbeitet. Wenn wir die alle rausgenommen hätten, hätte man die Intensivstation schließen müssen. Da waren aber wieder so kranke Kinder, die man nicht transportieren konnte. Und dann habe ich entschieden, da kann weitergearbeitet werden. Das Krankenhaus hat die aber jeden Tag getestet. Aber ich halte einen Schlachthof in Nordrhein-Westfalen nicht für systemrelevant, dass man diese Ausnahmen machen muss. Und deswegen haben wir uns hier für den klaren Weg entschieden, dass getestete positiv Kontaktpersonen von positiv getesteten Menschen in Quarantäne zu stellen sind, bis bewiesen ist, dass sie nicht infiziert sind. Mein Plan ist, dass wir diese Menschen natürlich nach 3-4 Tagen nochmal testen, wenn dann der zweite Test, nach 4 Tagen nochmal testen, wenn dann dieser Test wieder negativ sein sollte, was ich ja den Menschen gönne, dann gibt es auch keinen Grund, Quarantäne zu machen. Damit kann man die Quarantäne abkürzen. Das ist ein Weg, den ich durchaus will, denn man muss ja eins sehen, dass Quarantäne für Werkvertragsarbeitnehmer auch nicht in einer so kommoden Situation überall stattfinden wird, als wenn ich eine münsterländische Familie unter Quarantäne stelle, die ein Familienhaus hat und einen Garten hat. Also da muss man ja auch einfach mal die ganz normalen Lebensumstände dieser Menschen sehen. Und deswegen ist mir nochmal wichtig, ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich möchte nicht eine Diskussion haben, Werkvertragsarbeitnehmer sind an dieser Entwicklung schuld. Das sind nach meiner Meinung eher Opfer dieser Entwicklung. Frau Terhorst, ich hoffe, Ihre Fragen sind damit beantwortet. Frau Terhorst von der Allgemeine Zeitung. Dann komme ich zu Carsten Linhoff, der uns von der Deutschen Presseagentur, der uns per Zoom fragt. Herr Minister, wo wohnen die infizierten Mitarbeiter des betreffenden Unternehmens? Alle im Kreis Coesfeld, so fragt er, oder auch im benachbarten Kreis Steinfurt?
Oder kommen Sie auch aus dem Ruhrgebiet ins Münsterland? Um welche Nationalitäten handelt es sich? Kann man dazu was sagen? Also zu Nationalitäten kann ich nichts sagen, weil ich es nicht drauf habe. Aber die meisten osteuropäischen Werkvertragsarbeitnehmer kommen natürlich aus Rumänien. Sie kommen aus Bulgarien. Das sind ja die normalen Wege, die wir zurzeit in diesem Bereich haben. Ulla, du kennst es ja von der Landwirtschaft auch. Das sind ja die beiden Hauptländer, wo die Werkvertragsarbeitnehmer herkommen. Natürlich kann es auch Einzelne geben, die nicht im Kreis Coesfeld wohnen, aber das große Gros dieser Menschen wohnt schon an dem Ort, wo der Schlachthof ist. Und wir wissen ja auch, wo die Sammelunterkünfte sind. Und von daher ist es eine lokale Problematik und keine regionale Problematik.